Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Wochenhoroskop. Heute schauen wir uns Ihren Verlauf dieser Woche an. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Zwillinge. An diesem Mittwoch, dem 16. November, stehen die Chancen gut für Sie. Denn dann kehrt die amoröse Venus in den Schützen und in ihr siebtes Haus der Beziehungen zurück, und zwar der verbindlichen Artikel. In den nächsten drei Wochen können Sie vielleicht an nichts anderes denken, vor allem, wenn Merkur am Donnerstag mit Venus zusammentrifft, bis zum 6. Dezember. Wenn Sie sich in einer halbwegs festen Beziehung befinden, könnten Sie sich auf ein Gespräch in dieser Richtung vorbereiten. Aber das ist kein Grund, sich darüber aufzuregen. Es ist wichtig zu wissen, wohin sich die Dinge entwickeln, vor allem, wenn Sie darüber nachgedacht haben, wo Sie im nächsten Jahr leben werden und ob Kinder in absehbarer Zeit auf der Tagesordnung stehen könnten. Wenn Sie die taktvolle Venus im Bild haben, können Sie diese Themen zielgerichtet und dennoch liebevoll angehen. Sie befinden sich in einer Beziehung, die nicht so schnell vorankommt. Zünden Sie dem anderen ein kontrolliertes Feuer unter den Füßen an und testen Sie seine Reaktion. Wenn sie kühler ist, als Ihnen lieb ist, löschen Sie die Flammen und gehen Sie weg. Sie brauchen nicht noch mehr von dieser Gleichgültigkeit in Ihrem Leben. Solide Paare könnten einen großen nächsten Schritt machen, sei es, dass sie zusammenziehen oder es offiziell machen. Haben Sie sich in letzter Zeit wegen irgendwelcher Kleinigkeiten gestritten? Die Venus-Merkur-Kombination kann Ihnen helfen, die richtigen Worte zu finden, um die Wogen zu glätten. Auf dem romantischen Radar ist nichts zu sehen. Bleiben Sie offen für sehr unterschiedliche Typen, auch für jemanden, der Ihnen bisher nicht aufgefallen ist. Vielleicht müssen Sie ein größeres Netz auswerfen als die üblichen Treffpunkte, aber wenn Sie ein solches Einhorn finden, lohnt sich ein Tempowechsel und ein Ortswechsel. Gerade als Sie dachten, Sie könnten sich entspannen und sich in Ihre Wochenendpläne stürzen, müssen Sie vielleicht umschwenken. Am Samstag schießt der trübe Neptun einen störenden Strahl auf den Aktionsplaneten Mars, den zweiten eines Trios solcher Zusammenstöße. Der erste fand am 12. Oktober statt, der letzte am 14. März 2023. Und da Mars in Ihrem Zeichen rückläufig ist, können die Signale bis zur Unverständlichkeit durcheinander geraten. Das kann bei den Menschen, mit denen Sie zu tun haben, für ein gewisses Unbehagen sorgen. Planen Sie also am besten ein, auf nichts sofort zu reagieren. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass die Dinge etwas unvorhersehbar und unkontrollierbar werden könnten und dass der Versuch, jemanden unter Druck zu setzen, fast garantiert nach hinten losgehen wird. Nehmen Sie eine Haltung der irritierten Gleichgültigkeit ein und vertrauen Sie darauf, dass sich das Drama bis Sonntag oder ganz sicher bis Montag gelegt hat und Sie Ihr Leben wieder in den Griff bekommen können. Ganz anders sieht es am Sonntag aus, wenn sich der enthusiastische Jupiter in den Fischen und Ihr beruflicher, öffentlicher Sektor mit der Skorpionsonne in Ihrem sechsten Haus des Dienstes zusammentun. Unter diesen warmherzigen Strahlen tun Sie sich selbst und anderen einen Gefallen, wenn Sie zufällig etwas Gutes tun. Sie müssen keine großen Summen verschenken oder einen ganzen Tag opfern, halten Sie einfach ein Auge und ein Ohr für alle Bedürftigen offen. Helfen Sie einem Nachbarn mit seinen Einkaufstüten, passen Sie auf das Kind einer Freundin auf, während sie zu einem Termin läuft. Sie werden Jupiters Weite bei jeder großzügigen Handlung spüren. Konzentrieren Sie sich nicht darauf, was für Sie dabei herausspringt, aber Sie wissen natürlich, dass das, was herumkommt, auch herumkommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald.